zu dem Caterpillar Party, wo die gesagt haben, dass viel zu essen ist, zu trinken, Party, Party, Party. Ich bin echt gespannt. Es ist in jedem Fall ein ganz großer Abenteuer hier. Aber wie ihr seht, wir haben alle Spaß, ne? Piep, 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 wir haben uns alle lieb. Wir sind jetzt angekommen bei dieser Caterpillar Party und ja, es geht richtig los. Hier ist wieder Tom Novi und Tom. Ja, es ist eine heiße Party irgendwie. Also ein bisschen, wir trinken Glühwein, wir sind gut drauf. Ich habe nur das Bedenken, dass für den Fall, dass es noch weiter schneit und wir den Berg nicht verlassen können. Aha. Was machen wir denn dann? 250 Leute eingesperrt auf der Hütte. Dann bleiben wir hier. Naja. Bis wieder Sommer ist. Heute Abend können wir wieder eine super Party erwarten, glaube ich so, oder? Ich glaube, dass heute Abend ist, kann man wirklich damit rechnen, dass es wirklich richtig zur Sache geht. Es sind, glaube ich, 4 oder 5 Areas offen. Keine Ahnung, was alles passieren wird. Ich bin froh, wenn ich wieder hier runter bin. Aber wir fahren mit dem Schlitten runter, haben wir gesagt, gell? Nee. Du fährst mit dem Schlitten. Mit dem Schlitten runter. Du, echt. Ich mach nicht mit. Du auch Glühwein jetzt. Also ja. Trinkst du. Da fährst du auch mit dem Schlitten runter. Okay, Prost, Leute. Wir gehen jetzt rein. Okay.
einem Blitzinterview für euch, ganz international, Ultra Nate aus New York City. Und sie ist ganz, ganz, ganz geil und sie ist hier heute, Gott sei Dank. Hi, welcome to Collaboration. Thank you. Thanks for having me. Yes, it's very nice to have you. I mean, I just explained to you that you're one of the few vocal house people that we, you know, present at Club Rotation. Ich habe sie gerade nochmal gesagt, dass sie eine, ja, eine von den wenigen ist mit Vocal House, was wir bei Club Rotation spielen. Aber es ist einfach fantastico. It's really, really great. This particular song, Free, well, it was almost 10 years that I've been doing this, doing dance music, and when it came time to do my new single, I just left Warner Brothers 3 years ago, and it was like my new official new single, my new label was Strictly Rhythm, and I wanted to do a song that kind of kicked down the doors around the globe, something that would mean something special to everybody around the world, and I just felt like a subject matter like free, everybody could identify with that because everybody wants to be free from something, and so a lot of people can take the song and it means whatever it needs to mean to each individual person. How did you come about, you know, to get into inside of the music business? I know this is something everybody wants to do. Wir wollen alle Stars sein und so. Aber wie ist es bei Ihnen passiert? How did it happen with you? Well, with me, it was by accident. Okay, tell me about your accident. Ich will mal wissen, ne? I started hanging out in the clubs. I discovered house music in the clubs back in like 1986, and I fell in love with the scene and the music and the energy, and it was so pure and spiritual. And I just started going all the time. I started meeting people. Thus, I met friends of mine that were DJs slash producers, budding new producers. That was the Basement Boys. And they were working on records. They asked me if I could sing a little bit. I said, yeah, I can sing a little, you know. Didn't really consider myself a vocalist by far. So I just started working with them in the studio as a background singer. And then by chance, one night when we were just hanging out in the studio, we did something totally different and new. And I wrote this song and I recorded it with them. And the song took off. Tony Humphrey started playing it, and Norman Jay in England started playing it, and it started charting. And from there, I got a deal with Warner Brothers, and that pretty much started it all. Thank you so much, Ultra Nate. I hope you you go skiing tomorrow. No, I'm afraid of skiing. Oh, wir sind jetzt auf Ravensnow. Ich bin mal gespannt, sie auf dem. No skiing for you? No, but I will have a nice snowball fight. Snowball fight. Not with me, I hope. No. Okay. It's great snow up here, though. Yes. I love it. It's beautiful. It's beautiful country. It's the first time I've been in Austria and to this event, and it's gorgeous here. Keep some ass.
I want you. Okay, es ist 6:07 und heute Sonntagmorgen ist natürlich der Luft wieder super geil hier bei Club Rotation bei Raven Snow. Es ist fantastico. Und jetzt auf diesem Moment liegt Crazy Mark Lüffel auf, ja. Und next to me hier ist natürlich unser alter Bekannter DJ Hooligan. Hey DJ Hooligan. Was? Komm ist da? Was? Wie geht's dir? Gut. Hast du schon aufgelegt? Ich hab schon, ja, aber wenn ich da. Aha. Ist der viel los hier oder wie sieht's aus? Also ich finde es besser als gestern. Besser als gestern? Besser als gestern. Welche Genre Musik hast du aufgelegt heute? Richtig heavy oder? Was ich aufgelegt habe? Ja, ja, genau. Ja, so Mischmasch halt, so Techno, House, so alles durcheinander. Hat auch gut funktioniert, weil der Laden ist halt voll, rappelvoll. Und du kannst so ein bisschen experimentieren, ist schon geil. Kannst spielen, was du willst. Also ich habe House gespielt, Techno und progressive Sachen, bei Meier. Es ist jetzt, Sonntagmorgen. Wann gehst du eigentlich im Bett? Ja, Montagmorgen oder was? Nee, also ich muss leider auflegen im Turm. Das heißt, wenn ich es noch schaffe. Weil ich war ja den ganzen Tag auf der Piste heute. Und wenn ich müde bin, gehe ich schlafen. Also mein Freund hier neben mir, der war schon ein bisschen zu lange auf der Piste. Vielleicht könnte man mit der Kamera rüberschwenken ein bisschen. Könnt ihr das mal einfangen? Mein Kumpel hier. Club Dance Collection is back. Club Sounds, 40 Mal pure Dance Power aus den besten Clubs der Welt. Club Sounds, oft kopiert, nie erreicht. Club Sounds Volume 4, das ultimative Club Feeling auf zwei CDs. 520 PS, 325 km/h, von 0 auf 100 in 4,09 Sekunden. Schneller. Realistischer, packender als je zuvor. Mit dem Rumble Pack spürst du jede Vibration. Automobili Lamborghini, das Racing Game einer neuen Dimension. Für Nintendo 64. Brandneu und diesmal in Feuerrot. The Dome Volume 4. Mit Bell, Book & Candle, der brandneuen Single der Backstreet Boys. Und Hanson, das supergeile Doppelalbum. Mit Dario G, Cappuccino. Download, In Sync und Sweetbox, The Dome Volume 4, die CD zur Chartparty der Megastars. Das Teil gehört unter den Christbaum. Hasta la vista, muchachos. Hier ist DJ Sammys neue Single. Golden Child, jetzt überall. Gallia est omnia, divisa in partes tres. Wir haben alles am Start. So, das war Raven Snow 97 für uns alle. Es war echt fantastisch. Alles, was ich erlebt habe, war wirklich wunderbar, wunderbar. Ich meine, Raven Snow for sure. Dankeschön natürlich an die Partisanen, dass sie wieder so eine tolle Party organisiert haben. Dankeschön an Old Renee für ihren tollen Auftritt. Und natürlich an euch, Dankeschön, dass ihr alle natürlich wieder geguckt haben. Ich habt euch alle lieb. Und ich gehe jetzt schnell im Bett, weil ich bin kaputt. Bis dann, ne? Nächste Woche natürlich wieder Club Rotation. Bye bye. Bingo, bango. Bingo, bango. Bingo, bango. Bingo, bango. Bang 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 b
Herzlich willkommen bei Loop TV, dem Trendradar bei Viva. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ich habe es mir ein bisschen gemütlich gemacht heute. So zu Weihnachten dachte ich, mit einer Lichterkette und einem Tannenbaum, den ich mir auch ins Studio gestellt habe. Geschenke gibt es erst später. Und hier haben wir noch die schöne Heiligenfigur, die mir besonders am Herzen liegt, so mit orangenem Plüsch drumherum. Wer auch immer das ist, er wird nicht frieren. Außerdem werden wir heute die Gruppe Touché als Verkehrsraudis outen. Wir werden berichten von einem olympischen Trainingscamp für Snowboarder und die neue glamouröse Kollektion von Jörg Pfefferkorn wird extra für euch auf den Bildschirm gebeamt. Dann werdet ihr alles über Snakeboard erfahren und ich habe extra für euch eine Umfrage gestartet zu dem beschissensten Weihnachtsgeschenk, was ihr je bekommen habt. Schnallt euch also gut fest und schaltet die Synapsen auf Empfang. Hier kommt Tom Novi vs. Injek mit Superstar.